willkommen zu unserem Panel Digitalisierungsnarrative. Welche Geschichten bestimmen unsere Realität? Geschichten zu erzählen und Narrative zu entwickeln, das ist ja unsere ureigene Strategie, um Bedeutung zu kreieren. Geschichten haben viel Macht, sie geben uns Orientierung. Manchmal helfen sie uns, das Konkrete im Komplexen zu zeigen oder das Komplexe einzuspeisen, da wo es fehlt. Ich würde gern statt einer traditionellen Runde gerne fragen, könnt ihr euch vorstellen durch die Antwort, wo begegnen euch Digitalisierungsnarrative? Also was haben die mit eurer Arbeit zu tun? Was haben die mit eurer Rolle zu tun? Mit eurem Schaffen? Und vielleicht fangen wir an mit Julia in der Mitte. Okay, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr über dieses Panel, weil ich mit Lynn und Heike schon ein exzellentes Vorgespräch hatte. Genau, erstmal nur so ganz kurz. Also Digitalisierungsnarrative, wir haben uns auch darüber unterhalten, wann eigentlich das Wort Narrative das Wort Diskurs abgelöst hat, ne? Auch eine interessante Frage. Habe ich das erste Mal bearbeitet in meinem ersten Comic-Essay We Need to Talk AI, KI, wir müssen reden, wo ich mich mit KI beschäftigt habe und das Gefühl hatte, viele Leute machen sich die falschen Sorgen zu KI, also eben zum Beispiel die Sorge, dass eine feindliche KI uns übernimmt und wir dann untergeordnet sind, oder aber auch das große intensive Interesse daran, eine allgemeine künstliche Intelligenz zu erschaffen, wobei es meiner Meinung nach sehr viel Intelligenz hier auf diesem Planeten eigentlich gibt, die man erstmal ausnutzen könnte. Und andererseits die Sachen, die ich besorgniserregend fand an künstlicher Intelligenz, zum Beispiel ein Problem mit Datenschutz, mit Datensicherheit oder vielleicht auch eine fehlende Diversität in der Entwicklung von KI, ein Problem mit Nachhaltigkeit, also ein riesiger Energieverbrauch, E-Müll, Ressourcenverbrauch. Da war wenig Awareness sozusagen. Und so bin ich dazu gekommen, zu merken, ich möchte eigentlich auch andere Perspektiven auf Narrative geben über meine Comics, weil das einfach einen breiten Zugang ermöglicht, auch außerhalb gewohnter Strategien der Bildungsbürgerbubble. Das ist mir auch nochmal wichtig. Ja. Und du, Heike? Während ich jetzt hier zuhörte und auch nach unserem Gespräch per Telefon habe ich viel darüber nachgedacht. Mir sind eigentlich die ersten Erzählungen schon in meinem Studium vor über 20 Jahren begegnet. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und früher konnte man auch noch so einfach aus Spaß Nebenfächer belegen wie Kulturinformatik. Mhm. Und da haben wir schon Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre eigentlich eher so ja den Beginn des Internets gefeiert, muss man ja sagen. Und in den Nullerjahren habe ich ein Praktikum gemacht am Ende der Dotcom-Blase bei Netzpiloten. Und das war so eine Zeit von Aufbruch und was ganz Neues und Early Adopter von Google-Suchmaschinen sein und gleichzeitig aber auch schon so einen kritischen Blick immer auf diese Erzählungen durch so ein kritisches Studium der Kulturwissenschaften. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen und heute arbeite ich ja bei Wikimedia und die Wikipedia ist ja auch in den Nullerjahren entstanden, 2001, und eines der wenigen utopischen Internetprojekte ja geblieben. Mhm. Und so kann man sozusagen immer die Erzählung von Wikipedia und Wikimedia-Projekten ja ein bisschen als das gallische Dorf des Internets. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine positive Erzählung, an der ich mitarbeiten darf. Absolut. Und gleichzeitig haben wir eben als Wikimedia auch dann immer so einen kritischen Blick auf die gängigen Erzählungen, die uns ja überall begegnen. Heute Morgen, ich lese natürlich auch immer diese gängigen Newsletter, habe ich einen Artikel über Anthropic gelesen in der Times. Und da war ganz viel auch dieses Narrativ von diese existenziellen Risiken von KI, von denen du gerade gesprochen hast, die eigentlich das überlagern, was viel interessanter ist, nämlich sich nach den tatsächlichen Problemen, mit den tatsächlichen Problemen auseinanderzusetzen, wie Energieverbrauch und so weiter. Und darüber wird vielleicht noch zu wenig gesprochen. Mhm.
Danke. Ich habe dann nämlich letztens drüber nachgedacht. Mein Hintergrund ist ja in der Curriculumsentwicklung und ich hatte den großen Spaß und das große Privileg, für meinen ehemaligen Arbeitgeber New York University Studierende durch einen Workshop zu leiten, wo es um Working with AI ging. Und dann habe ich mich vorher gefragt, welche Narrative gehören denn da rein? Welche Narrative brauchen die auch, um informierte Entscheidungen treffen zu können? Und das sind Studierende, die kommen aus New York, aus Abu Dhabi und aus Shanghai mit völlig unterschiedlichen Digital Literacies und auch unterschiedlichen Sozialisationen, was Digitalisierung anbelangt. Und da waren mir zwei Narrative, haben sich so gerieben, und das hatte ich auch schon erwähnt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dieses Notwendigkeitsnarrativ, das ich auch valide finde. Die Welt wandelt sich schnell. In den nächsten 15 Jahren, 10, 15 Jahren wird es eine große Disruption geben in bestimmten Teilen der Welt, was Arbeitsplätze anbelangt, durch neue Technologien und unter anderem KI. Und darauf muss sich mit Lernagilität vorbereitet werden. Also Learning how to learn ist, glaube ich, die Kompetenz, die uns am weitesten führt. Und dazu gehört Nutzerkompetenz, aber auch ein informiertes Einschätzen des ethischen Kontexts, der Risiken. Und das rieb sich so ein bisschen in der Vorbereitung an dem Unvermeidbarkeitsnarrativ. Margaret Thatcher, Tina, jetzt von Tante popularisiert, there is no alternative. Und dieser Gedanke, der ja dahinter steht, ist, dass die Technologisierung oder die bestimmten Technologien kommen werden, unter anderem KI. Mustafa Süleyman hat gesagt, the coming wave. Und dass eigentlich wir uns nur noch entscheiden können, get out of the way or get on board. Oder get around. Oder get around, ja. Und ich habe mich gefragt, wie konzipiere ich eigentlich einen Workshop, der beides, the future of work und ein Empowerment für diese Tina-Narrative schafft. Für junge Menschen aus sehr unterschiedlichen Hintergründen. Denn die Zukunft ist letztendlich ja das Produkt der Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Und das war mir ganz wichtig. Das ist schon so ein Ausflug in die Narrativlandschaft, wie ich sie so sehe. Welche Narrative sind denn für euch sehr stark? Und welche Narrative bräuchten vielleicht Stärkung? Ihr hattet das schon angerissen, aber wer dominiert oder was dominiert die Landschaft und zwischen wem passieren da die Konflikte eigentlich? Wo ist die Reibung? Ein Narrativ, das ich stark wahrnehme, ist das Narrativ eigentlich der Wolke, der Cloud, also sozusagen die Nichtmaterialität des Digitalen. Und wenn wir uns die Werbevideos der Big Tech-Unternehmen angucken, dann weht dem ja immer so eine Aura von, das ist nur eine Stimme oder eigentlich, genau, eine Wolke. Und was dabei eben fehlt, ist das Ganze drumherum, die Materialität auch des Digitalen in den Vordergrund zu bringen. Denn da steckt ganz viel menschliche Arbeit, Ausbeutung, Ressourcenverbrauch dahinter, was uns quasi verschleiert wird und wo es auch ja auch bei Nachfrage wenig Antworten gibt. Wenn man fragt, wie hoch ist der Energieverbrauch bei AWS, daran gibt es darauf keine Antwort. Und ich glaube schon, dass es den Big Tech auf eine Art gelungen ist, Narrative zu prägen und zu bestimmen und dass die Stimmen vielleicht aus dem globalen Süden oder aus der Zivilgesellschaft noch recht marginalisiert sind und es da mehr solche Talks wie hier braucht oder auch mehr sozusagen Wissenschaftskommunikation, um auch die anderen Aspekte in den Vordergrund zu stellen. Das würde ich alles genauso unterschreiben. Du hast es auch ja schon sehr angerissen in deiner Konzeption, was du dir alles überlegt hast. Und auch in dem Vorgespräch war ich nochmal so dankbar für dieses There's no alternative, also dieses Tina-Ding trifft es tatsächlich sehr gut, was vielen Sorgen macht und was auch so ein Gefühl von Kurzatmen, Schnappatmung erzeugt. Ne? Also so, oh fuck, also Europa und wird zerrieben. Und es geht darum, schnell ein großes Monopol zu bauen,
Arbeiterinnenrechte nicht zu beachten, am besten keine Betriebsräte. Und wir brauchen eigentlich, wenn man ehrlich ist, einen starken, ehrlicherweise eher Mann, was wir halt auch in der Politik, also ne, was eigentlich sich auch in der Politik spiegelt, was man gerade denkt, was man in komplexen, undurchsichtigen Zeiten irgendwie braucht. Genau, und tatsächlich würde ich an dieser Stelle auch gern sagen, dass es natürlich ganz viele andere wichtige Sachen gibt, die gerade passieren, die analog sind, die nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, und dass unsere Herzen da auch rausgehen an alle, die sich mit den Sachen beschäftigen, außer Narrativen. Das, ja, genau. Und ich finde, dass diese Körperlosigkeit, ne, die du auch nochmal beschrieben hast, die KI als Narrativ vorherrscht. Dass es auf der einen Seite anknüpft auf so eine jahrhundertelange oder jahrtausendelange Idee von tatsächlich, sorry, aber muss ich jetzt mal kurz hier die biologische Karte ziehen, von Männern künstliche Intelligenz zu erschaffen, während Frauen mit ihrem Körper das schon Intelligenz schon immer erschaffen, sozusagen. Und das finde ich tatsächlich auch so eine Körperlosigkeit, die künstliche Intelligenz immer umkreist, und es ist einfach nicht die Wahrheit. Also künstliche Intelligenz, das ist, hat viele Chancen, finde ich auch für marginalisierte Gruppen total, ja, echt so. Aber es hat einfach auch eine materielle Grundlage, es beutet Ressourcen aus, und wir müssen deswegen wirklich auch nochmal hier nochmal intrinsische Werbung, ja, für den Open Source CC Comic, A Pigeon's Tale, A Comic Essay on Artificial Intelligence and Sustainability. Wir kommen als Kollektiv, sind wir mit Nachhaltigkeit nicht gut klargekommen, und jetzt ist KI da, KI geht doch nicht mehr weg, und wir müssen KI einsetzen, dass sie uns für Nachhaltigkeit hilft, weil es ist total real so. Also es ist sehr eingebunden in Materialität und Nachhaltigkeit oder eben nicht. Vielleicht anschließend, weil ein so ein Narrativ ist vielleicht auch so das, sozusagen das Technologische zuerst. Also wir wollen schnelle technologische Lösungen, bevor wir uns damit auseinandergesetzt haben, was sind eigentlich die Probleme, die wir lösen wollen, und wie können wir sie am besten lösen. Und das aber auch umzudrehen, und da passiert ja auch viel im eher unbekannte Projekte, wo tatsächlich auch maschinelles Lernen und KI eingesetzt wird, um wirklich strukturelle Missstände aufzugreifen. Und davon möchte ich eigentlich mehr sehen. Es gibt zum Beispiel in Indien eine ForscherInnengruppe, die haben sich die Frage gestellt, warum in Delhi junge Frauen, die bessere Schulabschlüsse haben, die schlechteren Hochschulen wählen und nicht an die top-gerankten Universitäten gehen. Jetzt könnte man denken, ja, die brauchen einfach mehr Bildung. Es stellte sich aber heraus, nachdem sie das sozusagen mit unterschiedlichen Instrumenten, mit OpenStreetMap und mit einer App, die sagt, wo sind sichere Wege, haben die herausgefunden, die Frauen wählen die Universitäten nach der Sicherheit des Weges aus. Also wie kommen sie am sichersten zu der Hochschule? Und das sind dann eher die schlechteren Universitäten. Da würde uns das ja jetzt auch nicht helfen, sozusagen mehr Frauenförderung zu machen, sondern wir müssen ja ein ganz anderes Problem lösen, nämlich die Sicherheit von öffentlichen Verkehrsstrukturen. Und da, sowas lässt sich besser erkennen, mit indem wir Daten besser analysieren und nutzen. Und dafür haben wir ja wahnsinnig viel Potenzial, und das würde ich viel mehr in den Vordergrund stellen als die Frage, wie kann ich am besten mit ChatGPT sprechen. Mhm. Denn was du ja auch ansprichst, ist, dass nicht alle wirklich an dem Diskurs oder an der Geschichtenbildung, der Narrativbildung beteiligt sind, die davon auch betroffen sind. Also das, was häufig auch unter internationalen Studierenden bei mir immer diskutiert wird, ist, dass letztendlich, wer davon profitiert, sehr weit entfernt ist von den Personen, die davon auch negativ betroffen werden. Und dass, wenn die Stimmen repräsentiert werden, sowohl in der Diskursbildung als auch in der Datenbasis, auf deren Basis wir Systeme trainieren, dann wären diese Systeme auch besser geeignet und hilfreicher und nachhaltiger für die Bereiche, in denen sie wirksam werden sollen. Und die Bereiche, du hast Indien angesprochen, da habe ich länger gelebt, die Bereiche sind halt sehr anders und die Bedürfnisse sind sehr anders als die
vielleicht dort sind, wo die Systeme letztendlich erfunden oder gebaut werden. Also diesen Bias im Geschichtenerzählen und in der Datenbasis, der fällt mir auch immer so ein bisschen weg bei der Sache. Ganz kurz, es ist auch twofold. Ne? Auf der einen Seite Daten, was du ansprichst, dass die Daten fehlen und dass sie deswegen Bias haben, aber auch bei den Entwickelnden. Ne? Ja. Also es gibt ja auch es gab jetzt mal ein Hackathon, wo Frauen tatsächlich daran beteiligt waren, eine Abpumpmaschine fürs Stillen zu bauen. Und die sind dann tatsächlich ein bisschen besser gewesen als die von nur Männern, die entwickelt haben. Welches Menschenbild seht ihr denn in diesen Digitalisierungsnarrativen, die wir jetzt so besprochen haben, sowohl in den Dominanten als auch in denen, die ihr eigentlich stärker in den Vordergrund sehen wollen würdet? Denn ich finde, das fällt auch immer so ein bisschen weg. Wir sprechen über Digitalisierung und dahinter, das verhält sich ja auch zum Menschsein auf eine Art und Weise. Und auch die Lösungen, die wir finden, für die wir uns entscheiden, spiegeln ein Menschenverständnis wider für menschliche Intelligenz oder für menschliche Bedürfnisse. Wie nehmt ihr das Menschenbild in diesen Geschichten wahr? Ein Menschenbild, das, glaube ich, nie explizit benannt wird, und das ist, glaube ich, auch noch eines der Narrative, zu sagen, Technik ist neutral, und das ist es nicht, da stecken immer Werte dahinter, ist schon dieses Narrativ oder dieses Menschenbild von, es gibt eine Meritokratie. Also es gibt die Tech-Bros, die sind schlauer und besser als der Rest der Welt und die schaffen jetzt die Lösung für uns und danach müssen wir uns alle dahin orientieren. Oder wenn OpenAI ihr neuen GPT-4o präsentieren mit der Stimme von Scarlett Johansson, dann ist es ja auch klar eine Hierarchie von KI-Assistentinnen, die uns als Frauen dienen. Also da steckt schon auch immer noch so ein sehr hierarchisches Menschenbild dahinter, das auch eine Hierarchie zwischen Männern und Frauen vorsieht und von so einer Supremacy von bestimmten Zirkeln. Mhm. Und wünschen tue ich mir natürlich ein Menschenbild, das stärker auch nicht auf Einzelne setzt, auf Eigenverantwortung, sondern auf Kollaboration und Community. Als Wikimedianerin stehe ich natürlich auch für dieses Prinzip von, dass wir viel mehr zusammen Dinge erarbeiten, entwickeln und auf die Kraft von Communities setzen und stärken und Verantwortung auch auf mehrere Schultern verteilen und auch gesellschaftlich Verantwortung übernehmen, weil das auch, finde ich, noch ein Teil dieser Narrative ist, dass niemand möchte Verantwortung übernehmen. Big Tech übernimmt auch keine Verantwortung für Content-Moderation. Also sie sagen immer, das müssen die am Ende die NutzerInnen machen, die Einzelne. Aber es geht ja um Ownership und Accountability und das auch als Haltung mit hineinzunehmen, das wünsche ich mir mehr. Ja, und wie glaubt ihr, ich greife so ein bisschen auch eine Frage aus dem Chat mit auf, wo beobachtet wurde, dass Geschichten und Narrative manchmal auch einfach in der Gesellschaft aufploppen und man das gar nicht so richtig steuern kann. Wie seht ihr, und du hast schon Community angesprochen, was sind für euch Wege des Empowerments und was sind Wege, andere Geschichten, die auch ein anderes Menschenbild in den Vordergrund stellen, zu popularisieren und in den Diskurs mit hineinzugeben? Also wo setzen wir da am besten an? Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es gut, mehr Bescheidenheit in den Diskurs reinzubringen. Also ich glaube, es ist gut, wenn wir von diesem The Winner Takes It All Narrativ ein bisschen wegkommen. Ist natürlich immer die Frage, wie wird es belohnt? Also wie wird Bescheidenheit belohnt? Also ich bin ja eigentlich Volkswirtin und da geht es immer viel um Incentivierung. Und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe von uns als Gesellschaften, dass wir Anreize setzen, dass sich auch Kollaboration lohnt, ne? Und Zusammenarbeiten, abgesehen vom intrinsischen Wert. Und ich würde halt auch nochmal wirklich dafür plädieren für ein bisschen Edginess und ein bisschen Kunst, ein bisschen kreative Ansätze, ein bisschen aus diesem Habitus des Bildungsbürgertums rauszugehen, weil wir sind in Deutschland nach wie vor sehr, wir haben sehr klare Glaswände zwischen verschiedenen Bildungs- und Einkommensgruppen und
so weiter. Und ich würde voll gerne haben, dass das auseinandergebrochen wird, damit wir nämlich also und weniger Defizit, sondern eher ressourcenorientiert, weil es gibt wirklich total viel gute Ideen in Deutschland, also und in Europa und überall auf der Welt, und die zusammenzubringen und die auszunutzen, das reicht ja eigentlich. Also wir müssen ja gar nicht mehr so viel erfinden. Das ist ja ein Hochschulfestival, und ich glaube, dass die Hochschulen auch eine ganz wichtige Rolle spielen können, weil ja an den Hochschulen einerseits sehr viel Forschung passiert und auch sehr viele sozusagen kritische Forschung und gleichzeitig Lehre, indem, wie auch du das machst, indem mit jungen Menschen darüber gesprochen wird, welche Erzählungen wollen wir dann gemeinsam entwickeln und erzählen. Also Wissenschaftskommunikation wünsche ich mir auch noch mehr, dass sozusagen noch mehr von dem, was geforscht wird, außerhalb des ForscherInnen-Zirkels geteilt wird, damit man erstmal überhaupt davon weiß. So Wissenschaftskommunikation, und heute Morgen hat noch ganz wenig Follower auf Instagram, Artificial Intelligence Coach. Das ist zum Beispiel eine Comedian, die eben auch mit künstlerischen Methoden alternative KI-Narrative oder mit hineinbringt und also wirklich mehr auch auf künstlerische Interventionen zu setzen, die vielleicht auch einfacher zu verstehen sind für Menschen als nur akademische Diskurse. Ja. Ich habe auch noch daran gedacht, wir hatten über die Value Chain diskutiert und ob es eine Möglichkeit wäre, an dieser anzusetzen durch künstlerische Aktionen, aber auch, wenn es darum geht, wie wir Digitalisierung unterrichten in verschiedenen Disziplinen, da einzelne Teile rauszunehmen und auch da ein Schlaglicht drauf zu werfen, dass überall an dieser Value Chain Aktivismus, Hinterfragen, Protest und alternative Lösungen entwerfen auch ansetzen können. Gibt es da Beispiele, die euch einfallen, spontan? Also vielleicht noch mal ganz kurz Value Chain von AI für die, die das jetzt nicht sofort aufrufen können. Also oft gibt es so diese Idee, dass AI eben besteht aus Daten und Algorithmen und Rechenpower und that's it sozusagen. Und die Value Chain schaut sich an, wo fängt AI an und wo landet es dann bei uns als Endnutzer, Nutzerinnen sozusagen. Es fängt also an bei Land, dass man ganz banal Land braucht. Man braucht Datacenter, die auf diesem Land stehen. Man braucht Investitionen, man braucht Menschen, Skills. Und dann braucht man ein AI-Modell, was trainiert wird mit eben Algorithmen, mit Rechenpower, mit Daten. Das braucht man auch alles dafür. Die AI-Modelle, die es im Moment gibt, die wir anwenden, kommen alle nicht aus Deutschland. Das gibt es im Moment noch nicht und Europa auch wenig, weswegen großes Zähneklappern eben herrscht. Danach gibt es aber das AI-Modell, was in ein AI-System, also zum Beispiel ein Auto oder eine App integriert wird. Und danach gibt es noch den Vertrieb. Also wie kommt dieses Ding dann zu mir, in welchen Wirtschaftsstrukturen und in welchen Arten sozusagen. Das ist die Value Chain. Und wie ihr merkt, gibt es überall Möglichkeiten, kollaborativ oder kompetitiv oder in verschiedenen Arten sozusagen da umzugehen. Es gibt ganz viel Hebel und aber auch ganz viel Impact. So, beides. Ja, und wahrscheinlich auch wirklich so klassische Methoden, also wie Gewerkschaftsarbeit. Mhm. Und das sehen wir sogar in den USA, dass sich Amazon-Mitarbeitende in Gewerkschaften organisieren und dadurch auch ein bestimmtes Segment dieser Value Chain also mit beeinflussen können. Oder wir sehen Widerstand gegenüber Datenzentren, die wahnsinnig viele Wasser brauchen und damit die Sorge um hohen Wasserverbrauch und Wassermangel. Und das sehen wir ja auch hier vor unserer Haustür, dass gegen Tesla demonstriert wird, weil wir auch da sehen, dass da eine Fabrik gebaut wird, wo eigentlich zu wenig Wasser ist. Also so ganz, und das sind ja wieder so ganz handfeste materielle Kämpfe, kann man sagen. Und das sichtbarer zu machen, dass das auch zu diesem ganzen Technologien gehört und es eben nicht in einer Wolke passiert. Und da das auch zu integrieren in Curricula, also diese Komplexität und Materialität,
Das finde ich enorm wichtig, weil das, was wir im Moment im Bildungsbereich sehen, ist häufig natürlich sehr anwendungsorientiert. Wie funktioniert das? Wie gehe ich damit um? Aber weniger, wo kommt das eigentlich her? Was passiert eigentlich, wenn ich zu Alexa sage, mach das Licht aus? Das ist so leicht, ne? Und Alexa macht dann das Licht aus. Aber was dahinter steckt an Ausbeutung und menschlicher Arbeit, das wissen die wenigsten. Und wenn ich mehr darüber weiß, kann ich vielleicht auch informiertere Entscheidungen treffen und sagen, okay, den Lichtschalter kann ich selber ausschalten, weil es verbraucht wesentlich weniger Energie, als wenn ich das Alexa machen lasse. Also ich nehme für mich als lehrende und lernende, begleitende Person mit, im Unterricht vorleben, das Hinterfragen, das machen wir ja sowieso, Critical Thinking und so weiter, aber warum und wofür brauchen wir eigentlich Systeme und brauchen wir bestimmte Technologien? Wie funktioniert das? Was sind die Kosten für Menschen, für die Natur, von der wir ein Teil sind? Und nicht nur die Bedienkompetenz, obwohl die natürlich auch wichtig ist, wie ich am Anfang aufgezeigt habe. Was wäre denn so, das nehme ich für mich mit, und was wäre denn das, was ihr vielleicht noch zum Abschluss in den Raum geben würdet, in den ihr Anwesenden und auch in den Digitalen als Anregung, als Inspiration oder als Action Point vielleicht? Ich würde total gern nochmal ganz persönlich auf einen Vortrag von dir zurückgreifen wollen, den du auf der Republika gehalten hast, zu deiner Tätigkeit als Death Doula sozusagen, weil ich glaube, da geht es auch um Degrowth. Also das hat mich sehr beeindruckt, dass es halt, wir wissen als Gesellschaft, wir sind in einem Narrativ, wo es viel um Wachstum geht und schneller und höher und weiter, und vielleicht wäre es jetzt auch mal angezeigt zu lernen, wie das nicht geht, also wie wir langsamer und weniger weit und degrowthen, das können wir eigentlich noch gar nicht so richtig gut. Das finde ich tatsächlich das eine, was ich sehr interessant und also für mich auch noch nicht fertig gedacht, aber würde ich gerne mal was zu machen. Und das andere ist, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir zu dieser Value Chain AI Sache und wo man überall Hebel hat, ein Comic-Essay machen können, und freue mich total über Inspiration, Austausch in diesem Bereich, weil das ist total wichtig, dass wir nicht in dieser Hilflosigkeit verharren, meiner Meinung nach. Ja, und es gab ja ganz am Anfang auf der Community Stage dieses Programms gab es eine Diskussion zu, wir sind jetzt sehr auf dem KI-Schwerpunkt, wie holen wir KI in die Hochschullehre inhaltlich? Und das ist natürlich eine Anregung dafür, wie auch verschiedene Felder und Disziplinen zusammenarbeiten können, um so ein Curriculum zu entwerfen entlang der Value Chain zum Beispiel. Heike, du hast das letzte Wort. Wow. Ich glaube, allein hier auf diesem Festival gab es ja schon ganz viele Ansätze. Gestern hat Benjamin Parsons schon gesprochen, auch zu mehr Autonomie von KI-Anwendungen in der Hochschule. Und das noch stärker miteinander zu vernetzen, sich auch die Hochschulen als Kompetenzzentren zu betrachten, die über eine bestimmte Form von Ressourcen auch schon und Expertise verfügen und das auch dem Umfeld zur Verfügung zu stellen, das ist so ein bisschen, das nehme ich gar nicht mit, sondern das gebe ich ja eigentlich stärker an die Hochschulen, aber im Sinne von bildet Banden und guckt da, wo können wir als Menschen, aber auch als Gemeinschaften wirksam sein. Das nehme ich natürlich auch jeden Tag in meiner Arbeit mit, diese Frage. Aber muss man halt nochmal sagen, weil Wikimedia und Wikipedia ist ein Open-Source-Projekt, ja. Und das hat die Brockhaus dieser Welt überflüssig gemacht, also die ja gewinnorientierte Unternehmen waren. Ich finde, das muss man schon nochmal an dieser Stelle sagen, dass Open-Source funktionieren kann und es eine krasse Erfolgsgeschichte gibt. Auf der Erfolgsgeschichte enden wir jetzt mit Blick auf die Zeit. Ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart. Ich hätte diese Unterhaltung noch gerne viel länger geführt. Und wir laden aber ein, das an den Seiten des Programms fortzusetzen. Und wir machen jetzt hier 15 Minuten Pause, circa. Und dann übernimmt mein Kollege Zackes diese Bühne wieder und ich sehe alle anderen auf der Community Stage. Vielen Dank euch. Danke.